Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich irgendwie Lust zu filmen und wir haben eine Menge zu tun. Unser Router ist ja gestern angekommen, den habe ich angeschlossen, ging auch richtig easy. Ja, Lina ist im Kindergarten, auch der schläft und Lia spielt hier. Ich würde sagen, ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit und wir räumen zusammen die Wohnung auf. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep in love. Cause you really get me, make me fall to my knees, every night I fall deep in love. Catch up on my reading. I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you out my mind, but why should I when you're all I really like? Yeah, I feel higher than a mountain, all because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt frisch gemacht, wir haben einen Mittagsschlaf gemacht und ja, jetzt müssen wir kurz ein paar Papiere ausdrucken gehen. Ja, langsam muss man auch die Steuer abgeben, ne? Für das Jahr 2019. Das hasse ich an der Selbstständigkeit. Du auch, Schatz? Ja, das gehört auch dazu. Und wir brauchen auch... Wenn du Geld verdienen willst, musst du auch Geld ausgeben. Ja, das stimmt auch. Ihr denkt ja immer, wir müssen... nichts machen, also wir verdienen nur Geld, das stimmt nicht. Also du hast, am Ende des Jahres hast du, spätestens dann hast du die Kopfschmerzen. Oh, auch mittendrin manchmal. Setz dich bitte einmal hier. So. Nichts anfassen. Nein. Lia kommt natürlich mit. Ne? Machst du Heizung aus? Ja, und Lina ist noch im Kindergarten. Ja, genau. Ich muss eigentlich die Wäsche abhängen, aber... Und die ist noch nicht trocken, deswegen mache ich das später. Wir lassen jetzt die Tür auf. Mein Video lädt gerade hoch. Und ja, das war es auch schon. So, wir sind jetzt nach Hause gekommen, haben Lina abgeholt und waren kurz bei Chocolate Dream, da wo wir letztens mit meiner Freundin frühstücken waren. Da haben auch total viel nachgefragt. Ich verlinke euch mal den Laden in der Infobox unten. Ja, wir haben jetzt Kuchen gekauft gerade. Und ich wollte das schön beschmücken, aber suche unsere Schokosauce. Ich hoffe, die ist noch haltbar. Moment. So, der nächste Tag. Ich habe gestern nur noch geduscht und meine Haare
müssen dann auch mal langsam gefüllt sein, geglättet werden. Ich habe jetzt die Küche aufgeräumt und wir überlegen gerade mit Adela, was wir heute kochen sollen bzw. essen sollen. Aber vorher wollte ich nochmal staubsaugen. Besser gesagt, ich habe jetzt meine Haushaltshilfe, die dann staubsaugen kann für mich. Die ist auch super gut. Ich stelle euch die gleich mal vor. Die habe ich jetzt schon seit gefühlt einem oder zwei Monaten schon fast. Und genau, aber erstmal räume ich hier auf, damit dem nichts im Wege steht. So, ihr Lieben, meine Shein-Bestellung ist angekommen. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Und zwar habe ich mir diesen Zweiteiler bestellt, das erste Mal. Und ey, das ist so kuschelig. Ich habe den jetzt in M bestellt, weil ja, es wäre jetzt auf jeden Fall zu eng gewesen. Das hat hier eine Bauchtasche, dann haben wir hier zwei Taschen und der Stoff, können Sie das erkennen, ist so kuschelig. Moment, ich halte das mal ein bisschen in die Kamera. Schaut mal, wie kuschelig der Stoff ist. Richtig schön kuschelig. Ja, also das kann ich nur empfehlen. Habe ich übrigens unten in der Infobox verlinkt und ihr könnt 20% auf alles sparen. Ab 49 Euro Gesamtwert. Richtig schön. Und das sind auch die nächsten Teile, die zeige ich euch jetzt natürlich. So, dann habe ich hier einmal diesen Hemd. Sowas gibt es auch. Die kosten übrigens woanders, habe ich noch vorgestern gesehen, 60 Euro. Genau, total kuscheliger Stoff. Also das ist so ein Fleece-Stoff, würde ich jetzt sagen. Hat hier Taschen, das ist jetzt Größe L. Das ist übrigens für meine Cousine. Sie hat sich das ausgesucht. Das könnte man jetzt als Jacke anziehen oder einfach so als Hemd. Der Stoff ist auch dick, sieht man hier ganz gut. Das habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt. Die Ärmel könnt ihr zumachen, da sind zwei Knöpfe dran oder ihr lasst die einfach auf. Genau, also so richtig chilliger Look. Meine Cousine ist übrigens 17. Ja, und sie, ich habe ihr gesagt, such dir mal was aus. Weil letztes Mal hat meine andere Cousine was ausgesucht und dieses Mal habe ich gesagt, kannst auch was aussuchen. Und ich finde das auch richtig, richtig schön. Ist auch sehr, sehr günstig. Es gibt jetzt auch in Rot und in Blau, glaube ich. Müsst ihr mal schauen, habe ich euch auch unten verlinkt. So, ihr Lieben, das ist das nächste. Das ist so ein Strickkleid. Richtig schön. Die geht auch bis fast zu den Knien. Ihr beachtet jetzt mal nicht meine Socken. Das könnte man einfach nur mit so langen Stiefeln anziehen, finde ich. Mit hohen Stiefeln. Ist total angenehmer Stoff. Ich liebe die Qualität von Shein. Durch die neue Kamera sieht man das auch besser. Die Qualität ist der Hammer. Das ist jetzt Größe S. Das könnte auch eine M anziehen, finde ich. Die ist nämlich sehr elastisch. Genau, das habe ich euch auch unten verlinkt. So, das ist das nächste. Das habe ich jetzt leider hinten nicht zubekommen. Das ist so ein Kleid. Ich muss leider meinen Speck hier ein bisschen verstecken. Das ist aber nicht für mich, das ist für meine Mama. Deswegen wird ihr das passen. Aber ich finde das wunderschön. Also wenn ich jetzt keinen Bauch hätte, würde ich es auch anziehen. Aber finde ich wunderschön. Auch jetzt vom Stoff und so. Sehr elastisch. Sehr hochwertig verarbeitet, wie ich finde. Genau, aber eher was für meine Mutti. Ich sehe ein bisschen schwanger aus mit meinem Speck hier. Ist eigentlich gar nicht so viel, aber es ist ein bisschen da. Genau, das ist das nächste gewesen. So, und das ist das letzte. Ist auch sehr schön geschnitten. Ich glaube, damit gehe ich auch raus. Genau, damit gehe ich, denke ich mal, auch raus. Ist auch eine Größe S. Ihr seht, das könnte man, könnte auch eine M anziehen, sogar vielleicht eine L. Fällt sehr breit. Man könnte jetzt auch natürlich so einen braunen Gürtel nehmen oder so. Aber ich mag das, wenn das so lässig ist. Darunter ziehe ich jetzt eine schwarze Strumpfhose an. Ich weiß noch nicht, ob ich das anziehe oder das Graue. Vielleicht ziehe ich auch das Graue an. Mal schauen. Ich glaube, es wird das Graue. Ich finde, schwarz passt jetzt nicht, weil das zu bunt wäre sonst. Aber wie gesagt, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Mit meinem Code könnt ihr 20% sparen und viel Spaß beim Shoppen. So, ihr Lieben, ihr kennt ja mittlerweile meine Haushaltshilfe. Und zwar ist das mein D-Boot. Wir haben den jetzt umgenannt in Robby. Und genau, der hat so ein, eine Fernbedienung. Da könnt ihr einmal auf Start drücken. So, und dann fängt er auch an zu staubsaugen. Ich fange jetzt hier im Schlafzimmer an. Und der macht wirklich alle Ecken und Kanten. Also den könnt ihr auch hier einstellen. Ich lasse ihn jetzt mal laufen. Ihr könnt, also der läuft 130 Minuten, also der hat 130 Minuten Akkulaufzeit und
Hier könnt ihr einstellen, dass das zur Ladestation zurück soll. Hier könnt ihr das einstellen, dass der im Viereck-System staubsaugen soll. Und hier ein Kreis. Ich finde, der ist echt super. Und wenn sein Akku leer geht, geht der auch von alleine zur Ladestation zurück. Also wenn ich Besuch bekomme oder kurz mal nicht Zeit habe, finde ich das perfekt und ich kann ihn nur empfehlen. So, wie man erkennen kann, ist jetzt unser Wohnzimmer dran. Und schaut mal, der geht in alle Ecken. Also der macht wirklich schön sauber, der geht in alle Ecken und ich kann euch den D-Boot nur empfehlen. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und ja, das ist unser kleiner Helfer. Während ich am Kochen bin oder so, lasse ich den halt laufen. Und der fährt auch über den Teppich und ja, nur zu empfehlen. Also falls ihr noch einen sucht und der ist echt nicht teuer, ihr bekommt die auch bei Mediamarkt. Und ja, wie gesagt, nur zu empfehlen. Natürlich müsstet ihr jetzt hier die Socken und so wegnehmen. Ich habe jetzt alles liegen gelassen hier. Ich muss mir das Schuhzeug aufräumen. Genau, also wirklich nur zu empfehlen. Ihr könnt das ihr könnt es über die Fernbedienung steuern und wenn er dann leer ist mit dem Akku, dann geht er auch zu der Ladestation. Genau, also der kommt über die Rampen lang. Wenn da eine Treppe ist, dann erkennt er das und fährt auch zurück. Ja, ich kann es wirklich nur empfehlen und unsere Freunde waren auch sehr begeistert, vor allem mein Cousin. Ja, ich glaube, die holen sich auch bald eins. Schaut mal, wie der die Ecken voll präzise macht, wie der da reinfährt. Ich finde das echt Hammer, wirklich. Ich kann es nur empfehlen. Wake up at your place. Wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. So, wir sind jetzt bei Mama angekommen, wir fahren jetzt zu Mekas. Mein Bruder hat mich so gewisst, wie ich das bestellen soll. Aber ich bin euch erinnert. So, das ist übrigens mein Auto.
Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late, things we have to do.